In der Steiermark sind mittlerweile viele Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen und die werden auf unterschiedliche Art und Weise auch unterstützt. Und wir haben schon ein Video dazu gemacht, also Teil 1 dieses Videos, das findet ihr auf unserem Panther-Time-Kanal und schaut euch das einfach gerne mal an. Und wir möchten heute aber auch schauen, welche weiteren Initiativen und Arbeiten dahinter stecken, weil ja nicht nur Bürgerinitiativen und Unterstützung notwendig sind, sondern auch Administration und Organisation. Und wie das in der Steiermark und auch auf internationaler Ebene so läuft, schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Ja, wie bereits erwähnt, organisatorisch ist das Ganze ja auch ziemlich aufwendig, gell? Genau, ja, es gibt super viele Zahnräder sozusagen, die ineinander greifen müssen, dass diese Hilfe, die wir leisten wollen, ja, und im besten Fall ausreichend leisten, dass die kontinuierlich weitergeht und natürlich bestmöglich administrativ leistbar ist. Und da gibt es, wie vorhin schon erwähnt, einmal ganz, ganz viele Strukturen und Organisationen, die dahinter stehen. Ja, genau. Unter anderem etwaige Hilfsorganisationen, die dort versuchen, Hilfe zu leisten. Und wie genau diese Hilfe ausschaut, also woran man sie erkennt und was das so für Tätigkeiten gibt, das hören wir uns jetzt an. Sie sind der Präsident des österreichischen Roten Kreuzes und Sie bekommen gerade jetzt in dieser Konfliktzeit der Ukraine und Russland mit, wie viel Hilfestellung eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern ausgeht. Wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt hier das österreichische Rote Kreuz? Na, ich darf vielleicht vorwegschicken, dass wir mit Ukraine sehr, sehr verbunden sind, dass das österreichische Rote Kreuz schon vor dieser aktuellen Kriegssituation in diesen Gebieten Donetsk, Becken, Luhansk und so weiter aktiv war und dass wir dort geholfen haben, die Hauskrankenpflege mit aufzubauen, dass wir Menschen mit Medikamenten versorgt haben und das in enger Abstimmung mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Und aufgrund unserer Neutralität war es möglich, auch in den russisch besetzten Bezirken zu helfen. Also hier gibt es eine enge Verbindung und darum sozusagen trifft uns das besonders schmerzlich, was hier passiert, weil wir natürlich sehr gute Informationen haben, wie unmenschlich derzeit die Situation ist. Und wir können sagen, mit jedem Tag, wo weiter gekämpft wird, kommen mehr Menschen in Not. Es gibt viele Leute, die sich aus dem Bunker nicht raustrauen. Und das große Problem ist ja, dass jene, die flüchten konnten, die mobil sind, die nicht beim Militärdienst sind, die Flucht weitgehend angetreten haben. Es sind ja schon etwa fast 5 Millionen Ukrainer geflüchtet. Und die bleiben, sind meistens Menschen, die man als vulnerabel bezeichnen müssen. Menschen, die verletzlich sind, die alt sind, die krank sind. Mich hat besonders beeindruckt eigentlich das Interview, das eine Fernsehstation mit einer älteren Dame gemacht hat und gesagt hat, sie sind da im Kriegsgebiet, das Dorf ist fast zur Gänze abgebrannt und es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom. Was hält sie noch? Warum laufen sie nicht davon? Warum flüchten sie nicht? Und sie sagt, ich würde gerne flüchten, aber ich kann nicht. Ich habe einen Mann und der kann nicht flüchten, der hat keine Beine mehr. Und das sind Situationen, die man sich nicht vorstellen kann. Also ältere Menschen, Leute, die verletzlich sind, in Bunkern ausharren müssen, wo sie eine schlechte Versorgung haben. Und hier versuchen wir zu helfen. Sie haben schon erwähnt, dass das Rote Kreuz auch mit der Ukraine kooperiert hat, bevor dieser Konflikt tatsächlich auch ausgebrochen ist. Wo sehen Sie die Verantwortung der Hilfsorganisationen, insbesondere des Roten Kreuzes, konkret, wenn solche Situationen, wenn solche Konflikte aufkommen? Wenn ich ein Wort zu unserer Gründungsgeschichte sagen darf, der Schweizer Geschäftsmann André Denon ist in eine Kriegssituation gekommen, 1859 in Solferino, und hat erkannt, dass man viele Menschen in einem Kriegsfall retten kann, wenn sie einfach entsprechend versorgt werden. Und er hat damals einen Grundsatz geprägt, der für uns heute noch wichtig ist, der Grundsatz. Er hat damals ausgerufen, siamo tutti fratelli, wir alle sind Brüder. Das heißt, wir helfen auf allen Seiten. Das heißt, wir fragen nicht, wer ist der Aggressor und wer ist der Überfallene oder der Unschuldige, sondern für uns ist das Maß der Hilfe das Ausmaß der Not. Das heißt, dort, wo es Not gibt, versuchen wir zu helfen. Das heißt, wir haben damit auch das Vertrauen all der Kriegsparteien. Man darf nicht vergessen, das Rote Kreuz und gleichlautender Rote Halbmond oder der Rote Kristall, das sind die drei internationalen Zeichen, waren ja auch im Nahostkrieg tätig als Helfer. Und wir waren eigentlich die Einzigen, die auch mit dem Islamischen Staat Kontakt aufnehmen konnten, um Hilfskorridore, um Gefangenenaustausch und so weiter zu organisieren. Und das Gleiche passiert jetzt in der Ukraine. Und wesentlich ist eben dieser Grundsatz der Neutralität, dass die Leute wissen, sie können sich auf uns verlassen. Wir helfen ganz gleich, welcher Partei sie angehören. Und diese Neutralität und Unparteilichkeit gilt ja nicht nur im eigenen Land. Wir fragen auch nicht bei Unfällen, wer ist schuld oder sonst was. Wir helfen einfach. Wir sind auch parteipolitisch vollkommen neutral, auch was Religionen betrifft, obwohl wir das Rote Kreuz führen.
sind wir sozusagen nicht konfessionell gebunden. Und im Kriegsfall ist das besonders wichtig. Und wir wissen auch, dass das Rote Kreuz und unser Symbol durch die Genfer Abkommen international geschützt ist. Alle Kulturvölker halten sich daran. Und der Krieg, den wir derzeit erleben, ist ja auch ein Krieg der Desinformationen. Das heißt, man versucht immer wieder irgendwelche Informationen zu streuen, die die anderen Leute verunsichern. Spannend war, dass Sie mir vorher schon im privaten Gespräch erzählt haben, dass es rund 73.000 freiwillige Mitarbeitende für das Rote Kreuz in Österreich gibt. Das ist eine enorme Zahl. Inwieweit ist also das Rote Kreuz auf diese Ehrenamtlichkeit, aber auch auf das Engagement externer Bürgerinnen und Bürger angewiesen? Es ist ganz wesentlich, dass wir neben den ungefähr 10.000 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Sie erwähnt haben, 73.000 freiwillige Mitarbeiter haben. Das gibt uns die Möglichkeit der sogenannten Aufwuchsfähigkeit. Man darf ja nicht vergessen, dass ja wir für den Rettungsdienst in 80% von ganz Österreich tätig sind, dass das nicht vernachlässigt wird. Das funktioniert in ganz Österreich jeden Tag rund um die Uhr. Wir sind für das Blutspendewesen zuständig, wir machen die Hauskrankenpflege und viele andere Dinge noch, Spontanhilfe und vieles, was an den Rändern der Gesellschaft passiert, Lernhäuser und so fort. Und das wäre nicht möglich, dieses große Angebot aufrechtzuerhalten, wenn es nicht Freiwillige gäbe, die uns unterstützen. Und jetzt in der Ukraine-Krise haben wir auch das Team Österreich, das gemeinsam mit dem ORF, mit Ö3 aufgebaut wurde. Wir haben auch die Österreich-Tafel, die gratis Lebensmittel verteilt an Menschen, die sozusagen in Schwierigkeiten kommen. Gerade die jetzige Inflation trifft ärmere Menschen, ärmere Haushalte ganz besonders. Also all das wäre nicht möglich, wenn es nicht die vielen Freiwilligen, aber auch die externen Helfer über das Team Österreich gäbe, wo jeder Mensch sich sozusagen, der helfen will, melden kann. Und dann haben wir, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, über 1 Million Österreicher, die uns in irgendeiner Form unterstützen, durch Zeitspenden, Geldspenden, Blutspenden oder was immer. Wir können jede Unterstützung brauchen, nur das macht es uns möglich zu helfen. Wir sind nur so stark, als eben wir von Helfern, von Österreichern unterstützt werden. Aber wir machen gern diese Tätigkeit, und wenn ich schon die Gelegenheit habe, darf ich mich an dieser Stelle bei allen, die uns in irgendeiner Form unterstützen, sehr, sehr herzlich bedanken. Vor allem für den Ehrenamtlichen. Ich bin ja auch einer von Ihnen, von den Ehrenamtlichen, die das wirklich aus Liebe zum Menschen machen, die für ihre Tätigkeit nicht einen Cent bekommen. Ja, die Hilfsorganisationen sind natürlich schon von vornherein sehr gut strukturiert, werden auch immer wieder unterstützt, auch seitens des Landes Steiermark natürlich. Aber um das dann verwirklichen zu können, braucht es natürlich Menschen, die anpacken. Eh klar, haben wir gerade gesehen, dass da echt viel dahinter steckt. Was aber noch wichtig ist, ist die Diplomatie, die eigentlich den Sinn hat, dass man Kriege verhindert, schon im Vorhinein, weil man Gespräche führt und miteinander in den Austausch kommt. Was passiert aber, wenn die Diplomatie dann notwendig wird, wenn der Konflikt schon am Laufen ist? Und wir haben da einen Verantwortlichen gefunden, der uns darüber berichten kann. Herr Honorarkonsul Friedrich Möstl, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Sie sind ja Honorarkonsul in Graz für die Ukraine. Wo genau liegen denn die Aufgabenbereiche eines Honorarkonsuls? Und vor allem momentan mit dem Ukraine-Konflikt, wo sehen Sie hier im Kontext dieses Konflikts die Verantwortungen, die Sie tragen? Ja, zu Ihrer ersten Frage, zu den allgemeinen Aufgaben von Honorarkonsulen. In meinem konkreten Fall, dort liegt, ist die Aufgabe eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und diese ehrenamtlichen Tätigkeit hat man sozusagen das Zusammenwirken und Zusammenleben der beiden Länder und der Region, die man vertritt. Also mein Fall ist, ich bin der Honorarkonsul der Ukraine für den Amtsbereich Steiermark. Also wir sind der Steiermark und der Ukraine zu fördern. Das heißt, den wirtschaftlichen, den kulturellen, den wissenschaftlichen Austausch zu fördern. Wie schaut das konkret aus? Man unterstützt und führt durch Delegationsreisen im jeweiligen Land. Man empfängt sozusagen Delegationsreisen, die aus dem Land kommen. Man unterstützt durch Städtepartnerschaften und Regionspartnerschaften, die es gibt zwischen den Ländern. Auch natürlich soziale Tätigkeiten gehören dazu.
kann dazu Beispiele nennen, zum Beispiel das Jugendorchester der Ukraine, aus der ganzen Ukraine in der Steiermark gewesen, beim Musikverein zweimal. Also das sind so klassische, wir haben Delegationsreisen gemacht, Land Steiermark in der Region Liv, also Lemberg. Also Lemberg und Steiermark führt eine Regionspartnerschaft durch. Und diese zu unterstützen, ist meine Hauptaufgabe gewesen bis jetzt als Honorarkonsul. Und auf Ihre zweite Frage sozusagen, was ist meine Tätigkeit derzeit, hat sich natürlich das Bild stark verändert seit 2 Monaten. Also eigentlich drei Bereiche. Das erste ist das, was ich gerade bei Ihnen mache, nämlich auch sozusagen Auskunft zu geben über die Situation mit Medien, mit Menschen, mit Organisationen zu sprechen und sozusagen Verbindungsglied zu sein zwischen der Ukraine und der Steiermark. Und die zweite Tätigkeit ist natürlich jetzt mit zu unterstützen, die Organisation bei der Aufnahme und Integration der Schutzsuchenden, die kommen. Da geht es um Schulen, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Selbstständigwerdung, da geht es um die Grundversorgung dieser Menschen mit Wohnung und Lebensmittel und die Rechte der Ukrainerinnen, die herkommen, zu vertreten. Das ist jetzt meine Hauptaufgabe. Und das dritte sozusagen ist auch, also wesentlich auch als Drehscheibe bin ich also bei den Hilfslieferungen, die von der Steiermark in die Ukraine gehen. Sowohl jetzt, dass wir gemeinsam von der Botschaft auch angeregt, zum Beispiel diese Woche auch Saatgut vom Land Steiermark bis hin zu großen Hilfsaktionen über das Rote Kreuz von der Industriellen Vereinigung, um Beispiele zu nennen, sind über meine Person jetzt in Summe in etwa ungefähr 1,5 Millionen Euro in den letzten 4-5 Wochen an Hilfslieferung an die Ukraine gegangen. Super spannend zu sehen, was da auch diplomatisch, aber generell sehr breit gefächert an Administration passiert. Wir haben bei der letzten Folge schon einen super coolen Einblick in persönlichere Geschichten gehabt und wollen das ja dieses Mal wieder mit einbauen, und zwar vom Herrn Keber, der quasi über Grenzen hinweg aus der Steiermark heraus versucht hat zu koordinieren, zu helfen und da auch einen sehr, sehr persönlichen Einblick erzählen kann. Wie kommst du da persönlich dazu, ukrainischen Familien und Menschen zu helfen? Ich habe viele Bekannte aus der Ukraine und ich wollte einfach helfen. Ich habe eine Freundin aus der Ukraine, sie lebt in Bratislava und sie hat ihre komplette Familie bei sich aufgenommen, insgesamt knapp 20 Menschen. Ihre Schwester begonnen, im Bekanntenkreis Geld und Sachspenden zu sammeln und war positiv überrascht von dem Feedback, das ich erhalten habe. Ich habe gedacht, ich werde ein paar 100 Euro und eine Reisetasche voller Kleidungsstücke zusammenbekommen. Und im Endeffekt waren es dann knapp 2000 Euro und ein Kleinbus voller Sachspenden. Gott sei Dank habe ich einen Bekannten gefunden, der bereit war, das alles zu ihr zu bringen. Und es hat mich wirklich gefreut zu sehen, wie positiv all meine Bekannten darauf reagiert haben. Also viele dieser ukrainischen Menschen sind jetzt bei deinen ukrainischen Bekannten schon angekommen. Wie geht's ihnen momentan? Inzwischen sind alle gut angekommen. Wir haben insgesamt 3 Wohnungen organisieren können für ihre Familie und ihre Angehörigen. Und sie sind inzwischen alle sehr gut integriert. Die ersten haben inzwischen sogar schon begonnen zu arbeiten und die Kinder gehen in die Schule. Ja, für mehr persönliche Geschichten klickt einfach auf das i. Wir verlinken euch dort das andere Video, wo es einfach schon um Ukrainerinnen und Ukrainer und deren Geschichte in der Steiermark geht. Jetzt aber möchten wir noch einmal in eine Gemeinde in der Steiermark schauen, und zwar nach Bad Gleichenberg, zur Bürgermeisterin Siegel. Die hat uns noch ein bisschen was zu erzählen. Tagesaktuell beheimaten wir 189 Gäste aus der Ukraine. Die sind untergebracht im Haus Triestina, das ist ein ehemaliges Kurheim. Auch teilweise in der Tourismusschule, und der Rest ist in privaten Unterkünften jetzt beheimatet. Ich als Bürgermeisterin bin sehr stolz darauf, dass die Bad Gleichenbergerinnen und Bad Gleichenberger auch so offen sind, offenherzig sind und auch die Gäste aus der Ukraine so freundlich aufnehmen. Und da sogar danke an das Team von Villa, das ist der Sozialverein in Bad Gleichenberg, und sehr, sehr vielen Helferinnen und Helfern, die auch die Kleiderbörse betreuen, und das Team Tafel Österreich, wo eben auch die Menschen, wie Viktoria schon gesagt hat, mit Essen versorgt werden und auch mit Kleidung versorgt werden. Und das alles auch kostenlos, also das wird alles gespendet. Bei den Kleineren ist es so, dass wir versucht haben oder nach wie vor versuchen, die Kleinen, also die, so wie es bei uns im Pflichtkindergarten, ja, wer die 5-, 6-Jährigen in unsere Kindergärten aufzunehmen. Und die Kleineren, für die haben wir leider nicht Platz, weil unsere Einrichtungen auch alle sehr voll sind.
Aber da läuft seit heute oder seit gestern eine Spielegruppe in den Tourismusschulen, die über die Lebenshilfe und über ISOP organisiert wird. Also das ist auch über Bad Gleichenberg organisiert worden, wo auch die ukrainischen Mütter mithelfen, aber auch professionelles Personal von der Lebenshilfe und von ISOP dabei ist, um auch die kleinen Kinder zu betreuen, die Mütter zu entlasten. Und über diese sogenannte Pfarrgruppe, wo eben Vertreter der Pfarre, aber auch der Gemeinde dabei sind, die führt der Herr Kaplan, werden auch Hilfsgüter organisiert, die in die Ukraine transportiert werden. Also da gibt es so viele Dinge, die im Moment im Laufen sind, und da bin ich auch sehr, sehr froh und stolz, dass das gut funktioniert. Всім доброго дня, мене звати Вікторія. Моя історія війни розпочалася з 14-го року. Hallo, ich heiße Victoria. Meine Geschichte hat den Anfang seit 2014. Geschichte des Krieges. Ich bin mit meiner Familie von Donetsk Oblast nach Svetogorsk umgezogen. Dieses Territorium war nicht okkupiert, von Russland okkupiert, das war ein ukrainisches Territorium. Mein Ehemann war damals im Einsatz als Feuerwehrmann bei Löscharbeiten von Boeing 777. Nach diesem Einsatz hat er eine psychische Trauma bekommen und danach war er in einer Behandlung, psychiatrischen Behandlung. Und hat danach eine Invaliditätsgruppe bekommen. Seit 2014 war ich ehrenamtlich tätig. Am 19. Februar hatte ich Geburtstag und ich bin mit meiner Familie nach Kiew gefahren. Nach Hause bin ich nicht mehr zurückgekehrt. Am 24. Februar wurden wir von Explosionen wach geworden. Wir haben das eingesehen, es hat keinen Sinn, wieder zurückzukehren, zurück zu unserem Haus. Denn meine Kinder haben schon auch seit 2014 psychisch das auch alles miterlebt. Ich habe Entscheidung getroffen, nach Westen, zur Westukraine zu fahren, aufzubrechen. Leider in der Slowakei haben wir keine gute Erfahrung gemacht, nämlich meine Familie. Uns wurde gesagt, Slowakei ist als Transitland. Wir werden hier nicht aufgenommen. Wir sollen uns überlegen, wohin unsere Reise weitergeht. Als wir in Bad Gleichenberg angekommen sind, wir haben dieses Gefühl, was wir beim ersten Mal der Ankunft gespürt haben in Wien, haben wir bei der ganzen Aufenthalt in Bad Gleichenberg beibehalten. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass wir hier willkommen sind. Durch die intensive Mitarbeit von unserem Herrn Kaplan, Dominik Wagner, ist es auch gelungen, er lädt natürlich die ukrainischen Gäste auch immer zum Gottesdienst am Sonntag ein, aber es ist auch gelungen, jetzt am 24. April feiert ja die Ukraine das sogenannte Osterfest, ein bisschen später wie wir, und da ist es gelungen, dass ein ukrainischer Pfarrer aus Wien, aus der Pfarre St. Barbara nach Bad Gleichenberg kommt und hier diesen Gottesdienst mit seinen Landsleuten feiern wird. Es wird auch eine Opernsängerin aus Graz bei der Messgestaltung dabei sein. Und es wird uns hoffentlich auch gelingen, dass der Gesangsverein, der Chor von Bad Gleichenberg, auch die Messe mitgestaltet, sodass wir da so ein buntes Miteinander einfach darstellen können und dass auch unsere Gäste aus der Ukraine das Osterfest so gut wie möglich, sagen wir, auch im Glauben jetzt in der neuen oder in der vorübergehend neuen Heimat feiern können. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich auch denken, dass der Glaube viel seelisches Leid auffangen kann und wir die Leute da gut drüber bringen. Ja, voll spannend.
was wir da uns anschauen haben dürfen, was wir hören haben dürfen, sehen haben dürfen, heute und auch in der letzten Folge. Es ist, finde ich, einfach schön zu sehen, was da alles passiert und das funktioniert. Es ist eine super tragische Geschichte, was dort passiert, aber umso schöner finde ich es im Endeffekt, dass man sieht, dass Hilfe da ist, dass es Organisationen, Strukturen gibt, die dahinter sind, dass die Politik dahinter ist, dass die Gesellschaft dahinter ist, dass man super, super viele Bürgerinnen und Bürger sieht, die versuchen zu helfen, die selbst mit dem Auto, selbst Sachen sammeln, ins Auto einpacken, mit dem Auto hinfahren, dort hinbringen. Also man sieht, die Gesellschaft haltet zusammen, auch über Grenzen hinweg. Ja. Und das ist was super, super Schönes, was dann doch ein bisschen Hoffnung spendet, denke ich. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Es ist wirklich einfach schön, wenn man so die Solidarität der Menschen mitbekommt, wie viele Leute da anderen helfen, die es einfach gerade brauchen, diese Unterstützung. Ja, wunderschön. Genau. Und hin und wieder hört man ja von dieser Spaltung in der Gesellschaft und ich muss ehrlich sagen, so subjektiv betrachtet, finde ich ehrlich gesagt, dass da ein viel stärkeres Miteinander ist und viele, viele Leute einfach zusammenhalten. Und das finde ich cool, dass es einfach in der Steiermark so gut funktioniert, über die Grenzen hinweg. Ja, das ist cool. Und wenn ihr so eine persönliche Geschichte habt, die auch zu der Thematik passt, dann lasst sie uns gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns drüber. Gell? Noch mehr Menschlichkeit, das tut schon gut. Absolut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr natürlich ein Like. Darf ich dich bitten? Yes! Und folgt unserem YouTube-Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video.